Oh, da sind wir wieder. Und dann gucken wir doch gerade mal da hinein, ne? Sollen ja hier ganz viele sein. Oh, die Katze, süß. Ich weiß nicht, was ich hier tue und wohin ich gehe. Auch ein bisschen verwirrt, würdet oder? Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Seid gegrüßt. Ich bin der Bannwart hier in der verlassenen Herberge. Mein Körper ist so alt für Abenteuer. Doch mein Geist ist noch jung genug, um zu wissen, dass hier etwas getan werden muss. Oben im Norden, jenseits der Wetterspitze, halten sich Wölfe auf. Orks lugern beim Mückenwasserpass herum und Keiler streifen in Annunor umher. Das bedeutet viel Ärger. Ich hätte da einen kleinen Vorschlag für euch. Beseitigt die Bedrohungen. Wenn ihr mir Beweise für eure noblen Taten bringt, werde ich dafür sorgen, dass ihr eine angemessene Belohnung erhaltet. Seid ihr interessiert, aber immer doch. Dann nehmen wir natürlich gleich an und betreten mal die verlassene Herberge. Oh, guckt mal, Bingo steht da. Ah, ist noch gar nicht lange her. Jetzt gucken wir aber erstmal, was die hier wollen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Manche kommen in diese Gegend, weil sie gemieden werden. Andere sind einfach auf der Durchreise. Einige Leute wie ich etwa sind nur auf Geheiß anderer hier, die nichts als Profit im Sinn haben. Zu welcher Sorte gehört ihr? Oh, ich glaube, ich habe sogar vergessen, eine Quest mitzunehmen, oder? Aus Bre. Ach, werden wir gleich sehen. Würdet ihr mir bitte eine Minute eurer Zeit schenken? Ich verdiene meinen Lebensunterhalt durch Handel mit den Gästen der verlassenen Herberge. Oder vielmehr, so war es, bis die Billwisse kamen. Ihre Anwesenheit schreckt meine Lieferanten ab und macht jeden Handel unmöglich. Allerdings befreit mich dieser missliche Umstand nicht von den Verpflichtungen, die ich gegenüber meinem Auftraggeber Olli Rotbürst in Bre habe. In einem Tal unterhalb der Ruinen von Minas Eriol, südöstlich der verlassenen Herberge, gibt es die Münzen und Erbstücke, die ich brauche, und vieles mehr. Das Tal ist von Wölfen bewohnt und vielleicht verzeiht mir Olli die Verspätung, wenn ich der Lieferung ein paar makellose Wolfszähne beilege. Wenn ihr mir helfen könntet, diese Sammlerstücke zu besorgen, sollt ihr für eure Bemühungen belohnt werden. Begebt euch ins Tal unterhalb von Minas Eriol und beschafft mir die Münzen, Erbstücke und Wolfszähne. Oh, der hat einiges. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ich bin Gandarik Munk, ein Mitglied der Eglein. Ich handle mit Artefakten, die ich in den einsamen Landen entdecke, tausche sie gegen Essen und Versorgung mit Sammlern in Bre. Bis vor kurzem lief unser Handel noch gut, doch die Dunkelheit hat diese Lande erreicht und unsere Leute, die Eglein, kämpfen mit der Hungersnot und Morden. Billwisse sind in die einsamen Lande gedrungen und haben den Handel deutlich erschwert. Sie haben uns angegriffen, viele von uns getötet und unsere Waren gestohlen. Die Ruinen des alten Arnor überblicken ein großes Tal im Südosten der verlassenen Herberge. Minas Eriol nennen sie diesen Ort und er lag meinen Leuten lange Zeit am Herzen. Würdet ihr an diesen Ort ziehen und unsere Waren aus dem verbleibenden Handelsbündel holen und zu mir zurückbringen? Die Handelsbündel sind alles, was von unserer letzten Sammlung verbleibt. Weiwei. Na, der hat noch viel, viel, viel. Jagdauftrag hat er auch. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber würdet ihr mir vielleicht helfen? Ich meine, da wir sowieso Billwisse jagen, nehmen wir das auch mal gerne mit. Mein Auftrag ist eindeutig. Eine angemessene Rache an den Billwissen verüben, aber es erscheint mir noch nicht genug. Die Billwisse sind für den Tod vieler verantwortlich. Ich will, dass ihnen widerfährt, was sie uns angetan haben. Ich werde euch in Tauschwaren und Anerkennung unter meinen Leuten bezahlen, wenn ihr mir bei dieser Aufgabe beisteht. Wie viel kriegt man denn da? 700, Jeder Billwiss vom Nordosten dieses Lagers zu den Tiefen von Minas Eriol soll dafür ausreichen, denn sie alle tragen den Beweis, den ich begehre. Waffenscheiden, lederne Waffenscheiden, in denen sie ihre mörderischen Dolche tragen. Sucht die Billwisse an diesen Orten und sammelt ihre Waffenscheiden. Kehrt zu mir zurück und ich werde dafür sorgen, dass ihr eine ausreichende Belohnung erhaltet. Wären die Ohren nicht praktischer? Vielleicht hat nicht jeder Billwiss so ein Dings dabei. Meine Leute haben wirklich Entsetzliches durchgemacht und viele starben, als sich die Barge unter der Knute ihrer Herren durch die Ruinen metzelten.
Diese wilden, ungezähmten Bestien fraßen viele Mitglieder meines Stammes. Sie müssen dafür bestraft werden und meine Leute müssen ihre Stärke wiederfinden. Die Waage leben jetzt in den Ruinen von Minas Eriol, dem Heim, den sie meinem Volk genommen haben. Wir müssen den Feind demütigen, den Wagen die Schwänze nehmen und ihnen zeigen, dass sie schwach sind. Hetzt die Waage zu Tode, sammelt ihre Schwänze und bringt sie mir, damit ich wieder ein Lächeln auf den Gesichtern der wenigen sehe, die von meinen Leuten geblieben sind. Der ist aber ganz schön blutrünstig hier, der Kerl. Auch wenn es sicher keinen Zweck hat, dürfte ich mit euch sprechen. Sein Volk wurde von allem Möglichen dezimiert. Unser Volk hatte unter einem Angriff zu leiden, der viele Leben gekostet hat. Und wer weiß, wie viele wir dieses Jahr noch an den Hungertod verlieren werden. Die Bilwisse müssen für ihre greuliche Tat bezahlen. Ihr seht mir recht kampferprobt aus. Würdet ihr zu den Ruinen von Minas Eriol südöstlich dieses Gasthauses gehen und die Bilwisse vernichten, die ihr dort vorfindet? Die Eglein haben es verdient, gerecht zu werden. Wir müssen halt alles ausmerzen dort in dieser Ruine. Wer bist denn du, Arinora? Stand die nicht immer da oben? Ach, da ist eine andere. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Ach, es gibt zu viele Reisende. Selbst durch dieses abgelegene Land. Und die nächstgelegene Wasserstelle ist faul und abgestanden. Ja, wir haben zwar die Quelle, aber wir müssen das Wasser inzwischen rationieren, damit alle Gäste etwas bekommen. Und ausreichend ist es dennoch nicht. Decken müssen angefertigt und geflickt werden und dafür eignet sich nichts besser als Wolfswelle. Wargfelle sind zu grob, aber das Fell eines Wolfes kann man mit einem Kamm schön weich bekommen. Wenn ihr Zeit habt und willens seid, so würde ich euch gern um Hilfe bitten. Ich selbst werde mich hüten, diesen lebensgefährlichen Wölfen durch das Dickicht nachzustellen. Es gibt noch ein paar bestimmte Orte, an denen ihr Wölfe mit geeigneten Fellen finden könnt. So etwa in den Ruinen von, wer hätt's gedacht, Minas Eriol im Süden, obwohl es dort auch von Wargen und Bilwissen wimmelt. Auch nordöstlich in den Wetterbergen jagen die Wölfe. Und außerdem könnt ihr noch weiter nördlich suchen, aber der Mückenwasserpass ist gefährlich und voller Kreaturen, die weitaus schlimmer sind als Wölfe. Wenn ihr die Wolfsfelle habt, dann kehrt zu mir zurück, damit ich euch gebührend belohnen kann. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Der alte Labkraut ist dir eigentlich für das Kochen zuständig, obwohl er seit Wochen draußen in der Wildnis ist. Doch auch ich habe meine eigenen Rezepte, die das Gefallen einiger Gäste finden. Und das sogar so sehr, dass sie meine letzten Vorräte aufgekauft haben. Wegen der Aufregungen der letzten Zeit ist unsere kleine Schweineherde fortgelaufen und ich brauche mehr Schweinefleisch. Aber selbst, also wenn sie eine kleine Schweineherde hat, dann wäre diese kleine Schweineherde, glaube ich, auch ganz schnell nicht mehr für die Gäste hier, oder? Würde das ja nicht sehr weit reichen. Ich brauche Keilerfüße und Beinknochen. Mein Rezept werde ich euch nicht verraten, doch ich kann so viel sagen, dass das Knochenmark den Füßen einen volleren Geschmack gibt. Zieht das Fell ab und legt die Füße in Salz ein. Schon habt ihr ein leckeres Mahl. Keiler sollten in der Gegend um die Herberge sowie nordöstlich in den Wetterbergen zu finden sein. Doch gebt Acht, nicht alle Füße sind genießbar. Und woher weiß ich das? Ich bin ja jetzt keine Kochfachfrau. Ich bringe einfach mal alles mit, was ich finde und dann kann sie ja aussortieren, oder? Also ich glaube, sie kennt sich da besser aus. Und Kissen braucht sie auch. Warte mal, ich wollte noch lesen, muss, was sie da oben sagt. Würdet ihr mir vielleicht helfen? Immer alle Hände voll zu tun, das kann ich euch sagen. Niemals eine ruhige Minute. Oh, ich grüße euch. Vielleicht könnt ihr mir ein wenig unter die Arme greifen mit meiner vielen Arbeit. Dazu sind wir es da. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber würdet ihr mir vielleicht helfen? Seitdem Garderic Munk aufgetaucht ist, habe ich keine ruhige Minute mehr. Normalerweise haben wir hier monatelang keine Gäste. Doch seit wir förmlich überrannt werden, weiß ich nicht, wo mir der Kopf steht. Was wollen denn die Gäste alle hier? In den einsamen Landen ist gar nicht mehr so einsam, hm? Anlaf ist angespannt und lässt das an mir aus. Es wird immer schwieriger, dafür zu sorgen, dass die Kammern hergerichtet sind, die Arbeiter beaufsichtigt und die Gäste bewirtet werden. Ach, ich kann das alles einfach nicht alleine schaffen.
Eine Arbeit, die es noch zu erledigen gibt, ist zum Beispiel das Ausbessern der Kissen. Durch die häufige Benutzung ist die Füllung ganz flach geworden und ich brauche Federn, um die Kissen neu zu füllen. Wir können uns keine Enten leisten, doch die Krebeien, die im Norden kreisen, sollten gut genug sein. An lästigen Dornenkrallen und Adleraugenkrebeien mangelt es nicht. Bringt mir Federn von ihnen und ich bezahle euch für die Mühe. Die Vögel kreisen oft in den Tälern um und über der Wetterspitze. Sind so Krähbein, haben die auch so Daunen, die man dafür nehmen könnte? Man kann ja nicht einfach so normale Federn nehmen, das stupft der bloß und ist auch nicht weich. Hey Bingo, bist ja auch hier, schon hier. Er hat ja gesagt, dass er hier runter bin. Tag und Nacht. Der Unterschied zum Schankraum des tänzelnden Ponys ist wie Tag und Nacht. Oh ja, hier ist es nicht ganz so hübsch und bequem. Dieser hier ist beklemmend und abweisend. So viel ist sicher. Aber das könnte sich als Vorteil erweisen, nachdem die Vergnügungen im Bries berühmten tänzelnden Pony meine Reise fast zum Erliegen gebracht hätten. Ja, manchmal ist es ganz gut, wenn es nicht ganz so üppig ist, ne? Und vor allem ist es ein Vorgeschmack zu dem, was er in Zukunft auf der Reise alles so für Bequemlichkeiten erfahren wird. Nämlich nicht allzu viele, ne? Die Gäste hier sind ruhig und still. Außer diesen beiden hier. Ganz anders als im tänzelnden Pony. Milo war ein freundlicher Kerl und ich hoffe, unsere rasche Abreise hat ihn nicht verstimmt. Aber wir dürfen es uns nicht zu lange gemütlich machen, sonst ist die ganze Reise in Gefahr. Ich sagte, dies wäre ein finsterer und trister Ort, aber seht euch einmal die beiden in der Ecke dort an. Bei ihnen scheint es sich um schillernde Persönlichkeiten zu handeln und sie passen nicht zum Rest der Gesellschaft. Lasst uns mal herausfinden, was die beiden so beschäftigt. In Ordnung? Sprecht mit Theodor Ginster und mit Hayley Mädesüß. Hier, Meisterschatzsucher. Es ist stets eine Freude, mit Bewunderern zu sprechen. Oh ja, hallo, kann ich euch behilflich sein? Es sei denn, ihr müsst meinen Namen gehört haben und wollt mehr von meinen Erlebnissen erfahren. Ist mir immer eine Freude, mich mit Bewunderern zu unterhalten. Ich habe Hayley hier gerade von einigen meiner größten Funde berichtet und sie hat gespannt gelauscht und das werdet auch ihr. Ein kurzer Blick auf Hayley Mädesüß verrät, dass dies wohl nicht ganz der Wahrheit entspricht. Ja, ich bin der große Theodor Ginster, Meisterschatzsucher und Durchwanderer der wilden Lande. Wenn es einen Schatz in den verborgenen Winkeln dieser Welt zu entdecken gibt, war ich bereits dort und habe ihn gefunden. Ich habe viele Taten vollbracht, die umfassend dokumentiert wurden und meine Tugenden sind ebenso wohlbekannt. Ich habe so viel erreicht, dass mir nur noch eines bleibt, mich zur Ruhe zu setzen. Oha, aber er ist doch noch jung. Und er will sich jetzt... Es sind wirklich keine Schätze mehr, die nicht aufgefunden sind? Ich bezweifle das. Theodor behauptet von sich, ein Meisterschatzsucher zu sein. Laut und häufig. Und erzählt davon jeden in großer Länge und Breite, der gewillt ist zuzuhören. Und glücklicherweise scheint er gerade mich dazu auserkoren zu haben. Jeder kann von sich behaupten, ein großer Schatzsucher zu sein. Tatsächlich kann sich jeder auf solch eine Suche begeben. Das Finden ist der Unterschied zwischen den wahren Meistern und jenen, die lediglich vorgeben, einer zu sein. Also ein Hochstapler sozusagen. Ich habe eine grandiose Idee. Oh nein, Bingo, deine Theodor Ideen. Theodor könnte mich das Handwerk eines Schatzsuchers lehren. Ja, okay, kann ja jeder lernen. Theodor ist ein Meisterschatzsucher. Das klingt spannend und könnte einen vielversprechenden Eintrag in meiner Abenteuerchronik ergeben. Ich habe eine grandiose Idee. Könntet ihr Theodor darum bitten, mich das Handwerk eines Schatzsuchers zu lehren? Mir ist aufgefallen, dass sich mein Manuskript bisher hauptsächlich den Aufenthalten in Gasthäusern widmet. Und um ein Schatzsucher zu werden, müssten wir in die wilden Lande ziehen. Das würde dem Leseerlebnis ungemein gut tun. Fragt ihr ihn bitte? Er traut sich nicht selber? Na gut, dann mache ich das mal. Wie bitte? Euer Hobbit-Freund möchte ein Schatzsucher werden? Ich würde ihn ja gerne unterrichten, aber das ist nicht so leicht zu lernen. Sollte er keine natürliche Neigung zu solchen Abenteuern besitzen,
werden meine Bemühungen umsonst sein. Außerdem stehe ich kurz davor, mich zur Ruhe zu setzen und habe vor, meine Zeit damit zu verbringen, Haley hier mit den Erzählungen aus meinem interessanten und ereignisreichen Leben zu unterhalten. Und das würde ich lieber alleine tun. Theodor überlegt einen Augenblick und entschuldigt sich dann. Ach, entschuldigt meine Grobheit. Hier, nehmt dieses Rätsel. Es ist scheinbar ein Hinweis auf einen Schatz irgendwo in den einsamen Landen. Auf einen Schatz, den ich nie gefunden. Ich dachte, er hat alle Schätze gefunden. Wenn ihr beide dieses Rätsel lösen und den Schatz finden könnt, kann ich euch vielleicht doch noch etwas beibringen. Viel Glück und gehabt euch wohl. Es sei denn, er will uns nur irgendwie abwimmeln. Findet die verborgene Schatulle, die Theodor nicht gefunden hat, irgendwo in den einsamen Landen. Theodor überreicht euch ein kleines Pergament mit einem Rätsel darauf. Die Flut strömt, eingebettet in den Schatten des Morgens nur. Ein Wächter blickt von hoch oben, nur er wacht dort noch. Das rote Eichhörnchen wagte einst den Aufstieg, doch die Zeit streckt alle nieder. Alles klar. Klar wie Kloßbrühe. Darf ich das Rätsel mal sehen? Ja, gerne. Hier. Ihr zeigt Bingo das Rätsel und er schließt seine Augen gedankenversunken. Das ist ein schweres Rätsel. Vielleicht solltet ihr es euch noch einmal genauer anschauen und versuchen herauszufinden, ob es irgendetwas Bestimmtes beschreibt. Findet die verborgene Schatulle. Gasthausbesucherin sind wir. Na, ja, wir haben ja schon einige besucht. Einige. Im Auenland zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Ach, das ist jetzt auch nur noch... Dann bin ich doch nicht so falsch, ne? Die Tussi hier, die stand doch sonst immer hier oben in der Ecke. Und der Jagdauftrag hier ist... Glaub neu, auch wenn oder? Es sicher keinen Zweck hat, dürfte ich mit euch sprechen? Was benötigt ihr? Oder ich habe den sonst einfach immer nur mitgenommen, weil man irgendwie alle anklickt, die ein Ringlein über dem Kopf haben. Ihr bringt einen Brief von Frau Sandheber? Oh, dann habe ich, glaube ich, doch alle Quests. Ja, natürlich, wenn sie nur verstünde, was hier vorgeht. Lasst es mich erklären. Ich verdiene mein Geld durch Handel mit den Brüdern Munk. Sie sind oft in der Herberge zu finden. Sie suchen in den Ruinen der einsamen Lande nach Relikten und verkaufen sie an mich oder andere, die wegen Nahrungsmitteln und Vorräten hierher kommen. Jahrelang verlief unser Handel reibungslos, doch jüngste Ereignisse brachten ihn vollständig zum Stillstand. Nun habe ich nichts mehr, was ich den Sammlern in Bree verkaufen könnte. Die Munks können die Ruinen nicht mehr erreichen. Ihr Auskommen ist ebenso bedroht wie unseres. Frau Sandheber sieht nur, dass sie keine neuen Sammelstücke aus Arnor mehr erhält, mit denen sie ihre Freundinnen beeindrucken kann, während die Munks und ihre Leute ihr Leben verlieren können. Ja, woher soll sie es denn wissen? Ich meine, sie ist ja keine Hellseherin. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ich werde euch von meinem Dilemma erzählen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Die Munks verkaufen mir Tonwaren und anderen Tand, den man in den Ruinen der einsamen Lande findet. Sie halten sich für Einheimische dieser Lande, diese Eglein, und mit diesem Handel verdienen sie sich ihren Lebensunterhalt. Nun haben sich aber die Bilbisse in den Ruinen eingenistet, in denen die Munks sonst ihre Waren sammelten. Jetzt können sie die Tonscherben, die ich brauche, nicht mehr sammeln und ich kann meine Kunden nicht beliefern. Wenn ich Frau Sandheber in Bree keine Tonwaren liefern kann, dann bekomme ich kein Geld. Unterhalb der Ruinen von Minas Eriol, südöstlich der verlassenen Herberge, gibt es ein Tal, in dem sich Wölfe herumtreiben. Es ist gut möglich, dass ihr dort Reste solcher Tonwaren findet, und mit ein bisschen Glück befinden sich darunter sogar noch ganze Stücke. Wenn ihr mir so etwas besorgen könnt, werde ich euch für eure Mühe entlohnen. Seid jedoch auf der Hut, in den einsamen Landen lauern stets Gefahren, insbesondere in diesen besorgniserregenden Zeiten. Also, alles läuft auf dieses eine Tal erstmal raus. Oh, der hat ja auch 1000 Sachen. Es tut mir leid. Benötigt ihr etwas? Herr Distelwolle hat mir einen Kreditbrief für Bree geschickt? Ich rümpfe darüber nicht die Nase, aber ich hatte nicht um Gold gebeten. Zurzeit gibt es hier viele Probleme und dieser Mann könnte sich einige eingehandelt haben. Wisst ihr, die Munks handeln mit Artefakten. Das sind Gandarik und Hunulf dort drüben. Es sind gute Leute, sie stehlen nicht.
Sie wurden von Bilwissen oder dergleichen von ihrem Grund vertrieben. Ich habe gehört, dass es auch Orks dort gibt. Aber die Munks haben nichts mehr, was sie in Bree verkaufen könnten. Und deshalb sagte Distelwolles Mann, er würde direkt mit den Bilwissen Handel treiben. Was ich Distelwolle geschickt habe, war eine Nachricht von den Bilwissen. Nun, wahrscheinlich haben sie Distelwolles Mann die Nachricht schreiben lassen. Sein Mann wurde gefangen genommen. Wenn er noch am Leben ist, befindet er sich wahrscheinlich oben im Nordosten von hier. Dort lagern Bilwisse, das hat er jedenfalls gesagt. Ihr seht mir ganz so aus, als würdet ihr ihn befreien wollen, oder nicht? Woher weiß er denn das? Also. Dem sein Kollege ist von den Bilwissen gefangen worden und die Bilwisse haben ihn gezwungen, einen Brief an ihn zu schreiben. So rum. Und woher weiß der Anlauf das? Manchmal wissen die immer Sachen... Oh, ich kann mir was aussuchen. Die wissen manchmal immer Sachen, wo man sich fragt, hä? Ich meine, mir ist natürlich OOC schon klar, dass es einfach dazu ist, um den Spieler zu unterrichten, um was es eigentlich geht. Aber manchmal sind das auch so Sachen, wo man sich sagt, das kann der eigentlich gar nicht so genau wissen. Aber okay. Könnt ihr mich denn nicht meinem Elend überlassen? Noch mehr Fremde auf der Durchreise? Nein? Nun gut. Wenn ihr beabsichtigt, hier zu bleiben, solltet ihr euch vielleicht ein Plätzchen auf dem Boden suchen. Die Herberge ist aus irgendeinem Grund überaus voll. Nicht, dass ich mich beschweren will. Geld ist Geld. Selbst wenn man in dieser Gegend nicht viel dafür kaufen kann. Okay, wir können hier nur so hier vor dem Kamin. Das ist doch ganz gemütlich, oder? Ein bisschen Stroh liegt da auch. Und da könnte man schon übernachten. Und warm ist es auch. Zwar ein bisschen hart, aber was soll's. Wobei, Frage wäre natürlich, ob die nachts das Feuer ausgehen lassen. Ich war mal auf einem, also ich war früher bei den Pfadfindern und die hatten mal ein Lager in einer Burg. Und da haben wir dann quasi in der Burg geschlafen. Das war aber jetzt nicht im Hochsommer, sondern es war irgendwie in der Übergangszeit. Ich weiß es nicht mehr, im Frühjahr oder im Herbst. Ich glaube im Herbst, Spätherbst. Und da haben wir dann in der Burg auf dem Steinboden geschlafen. Zwar schon mit unseren Isomatten und so. Und wir hatten auch da so einen Kamin. Aber wenn der ausgeht und der ging dann irgendwann mal aus, dem hat ja nicht die ganze Nacht da Holz nachgeworfen. Da war das dann eisekalt. Vom Boden her die Steine. Obwohl man auf der Isomatte lag. Oh, das weiß ich noch. Wir haben da total gefroren. Ich meine, hier ist wenigstens Holz. Aber wenn es kalt ist und der Kamin in solchen Gewölben ausgeht, dann ist es kalt. Ein fehlender Vorratswagen. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber würdet ihr mir vielleicht helfen? Guten Tag, was braucht ihr? Habe ich euch gerufen? Ach, ist ja eigentlich egal. Meine Vorräte sind nicht aus Bree zurückgekommen. Ich habe einen Wagen losgeschickt vor einer Woche oder früher schon. Da bin ich mir nicht mehr so sicher, aber ich habe einen Wagen losgeschickt und das weiß ich genau. Und wo ist er jetzt? Sagt ihr mir das? Der Wagen war in Richtung Westen nach Bree unterwegs und er hätte längst zurück sein sollen. Ich möchte wissen, was mit dem geladenen Vorräten und dem Wagenlenker geschehen ist. Hoffentlich waren es nicht die Bilwisse. Mittlerweile gibt es so viele hier. Werdet ihr mir helfen? Würdet ihr nach Westen in Richtung Bree reisen? Sucht im Norden und im Süden und teilt mir alle Neuigkeiten mit, die ihr herausfindet. Und dann haben wir noch die Herberge der Verlassenen, aber das ist... Auch wenn es sicher keinen Zweck hat, dürfte ich mit euch sprechen. Machen wir nicht. Aber wir können sie mal lesen. Oh gut, ihr seht aus, als würdet ihr das Abenteuer lieben. Ich habe ein Problem, bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt. Einige der Gäste beschweren sich über schreckliches Wehklagen aus den Wänden und dem Boden des Kellers. Sicher nur der Wind, aber unter all den Gerüchten darüber, dass es in der Herberge spukt, leidet das Geschäft. Ich bin zu beschäftigt, um mich um solcherlei Unfug selbst zu kümmern, aber vielleicht könnt ihr euch das ansehen. So könntet ihr zumindest bestätigen, dass es sich nur um ein Gerücht handelt. Aber ich sollte euch warnen, die Gäste fangen in der Regel erst gegen Mitternacht an, sich zu beschweren. Also müsstet ihr euch bis dahin die Zeit hier vertreiben. Damit euch nicht langweilig ist, lege ich so viel Freibier drauf, wie ihr wollt.
Okay. Die kleine Instanz ist ganz nett, aber sie ist tatsächlich zu empfehlen zu mehreren, weil man Dürfte sonst am Endboss ziemlich Zeit alt stehen? Aussieht. Bilvis Wappenröcke. Sollen wir da auch noch welche mitnehmen? Da haben wir schon die Schwert. Also einmal können wir sie machen, damit wir sie als erfüllt haben. Ich bin hier in der verlassenen Herberge nicht nur Magd und Schankmaid, sondern kann auch ganz gut mit Nadel und Faden umgehen. Anlaf hat mich angewiesen, etwas ganz Besonderes für die Bilvisse von Annunor zu fertigen. Für die Bilvisse? Ich versuche schon seit Wochen, diese schreckliche kleine Vogelscheuche fertig zu bekommen. Aber niemand hier will sein Leben aufs Spiel setzen, um mir das Material zu besorgen, das mir dazu fehlt. Ich habe fast alles hier. Mir fehlt nur noch der Stoff von ausreichend viel Bilvis-Wappenröcken, damit ich die Vogelscheuche fertigstellen kann. Wenn ihr willens seid, dann geht bitte zu den Ruinen von Minas Eriol im Südosten oder in die Ebenen von Annunor und bringt mir ein paar Bilvis-Wappenröcke, damit ich dieses furchterregende Ding fertig nähen kann. Eine Vogelscheuche? Wo steht die denn? So, ich glaube, wir haben alles eingesammelt und das ist voll viel. Das machen wir mal weg, weil Schragen machen wir dann erst. Einsame Lande, guckt euch das mal an hier. Das ist ein Haufen. Wir machen erstmal zuallererst. Warte. Oh doch, es geht noch. Gepäck geht noch. Wir suchen erstmal den Wagen, der hier vermisst wird. Geschichten der einsamen Lande. Der ist nämlich in der anderen Richtung, in die wir dann eigentlich gar nicht mehr müssen. Dann mache ich die zuerst. Und dann gehen wir in das Tal, wo viele, 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 viele Quests gleichzeitig zu beenden sind. Ja.